fragst dich, was das Ölziehen für einen Gesundheitsaspekt hat. Schön, dass du dieses Video geöffnet hast. Mein Name ist Andrea Jakob und ich bin seit mehr als 20 Jahren Zahnärztin und Uterarchirurgin. Heute möchte ich mich mit dem Thema Ölziehen beschäftigen. Hast du da schon mal was von gehört? Allein der Gedanke ist für viele etwas mit komischen Gedanken behaftet. Warum soll ich Öl in meinen Mund nehmen und das durch die Zähne ziehen? Ich finde, das ist ein ganz spannender Aspekt. Ölziehen an sich kommt aus der ayurvedischen Heilkunst. Es beruht einfach darauf, dass du dir vorstellen musst, dass deine Mundschleimhaut extrem stark durchblutet ist. Und es gibt diesen Satz: Der Mund ist der Spiegel des Körpers. Und irgendwie stimmt das auch. Der Ansatz ist jetzt, dass durch das Ölziehen Giftstoffe aus deinem Körper rausgezogen werden können. Ich habe auch Patienten, mit denen ich das besprochen habe, dass sie es ausprobieren und sie haben es alle für gut befunden. Das ist etwas, worauf man sich einlassen muss. Wie funktioniert das Ganze jetzt? Stell dir einfach vor, du musst morgens direkt nach dem Aufstehen dieses Öl in den Mund nehmen und durch die Zähne ziehen. Also richtig wie kauen. Das muss man üben. Ja? Also bitte nicht gleich einen riesen Esslöffel in den Mund nehmen und dann geht's los. Nein, nein, nein. Also ich würde dir echt raten, langsam anfangen. Das heißt, nimm zu Beginn erstmal einen Teelöffel voll Öl. Jetzt die erste Frage. Welches Öl ist dafür geeignet? Letztendlich das, was die Mediziner mit ganzheitlichen Aspekten empfehlen, ist Sonnenblumenöl oder Kokosöl. Das hat einfach den Vorteil, dass zum Beispiel Olivenöl einen unheimlichen Eigengeschmack hat. Und das ist etwas, was bei manchen einfach so ein bisschen so ein Übelkeitsgefühl geben kann. Und deswegen würde ich dir auch raten, fang mit Sonnenblumenöl an. Ganz wichtig, natives und kalt gepresstes Sonnenblumenöl. Das ist das, was etwas teurer ist, wo du einfach von hinten drauf gucken musst. Kalt gepresst, das ist etwas ein schonenderes Verfahren. Und nativ, das ist einfach ein hochwertiges Produkt ist. Dann, wie gesagt, vom Ablauf her funktioniert es so, dass du das peu à peu steigern solltest. Das heißt, von der Zeit steigerst du es und von der Menge, die du einfach morgens aufnimmst. Funktioniert also so, du stehst auf und bevor du etwas isst oder trinkst, empfehlen manche auch zusätzlich erstmal die Zungenreinigung. Das heißt, das, was nachts sich einfach als abgestorbene Keime und Bakterien auf deinem Zungenrücken befinden, dass das schon mal weg ist. Das heißt, du nimmst einen Zungenschaber, gehst ein- bis dreimal über deine Zunge, spülst aus und dann ist gut. Jetzt nimmst du einen Teelöffel, später einen Esslöffel von diesem Sonnenblumenöl, nimmst es in den Mund und dann ziehst du es durch die Zähne. Ja? Richtig arbeiten. Das, was du bedenken musst, ist, dadurch, dass du auch zusätzlich speichelst, wird ja das Volumen größer. Deswegen bitte übe das Ganze. Das Ganze muss man auch von der Zeit üben. Das heißt, fang langsam an und versuche dich über die nächsten Tage und Wochen einfach zu steigern von der Zeit. Manche richtige Ölzieh-Profis, ja, die gehen damit duschen oder Frauen schminken sich damit. Das ist etwas, wie gesagt, was du trainieren kannst. Wichtig ist, dass du das Ganze nicht runterschluckst, weil du musst dir einfach vorstellen, dieses Öl, das wird letztendlich jetzt alle Giftstoffe aus deiner Mundschleimhaut rausziehen. Und es ist ein Komplettpaket an Toxinen, die du bitte nicht runterschluckst, sondern einfach in die Toilette spuckst. Ja? Danach ist es ganz, ganz wichtig, dass du die Zähne danach nochmal anschließend gut putzt und ich zum Beispiel empfehle das Menschen mit Zahnfleischentzündungen, Zahnfleischbluten, die Missempfindungen irgendwo haben, die ständig Aften haben. Und das ist etwas,
was die Naturheilmedizin noch empfiehlt bei Zahnfleischbluten und Empfindlichkeiten der Mundschleimhaut. Und ich finde, das ist eine tolle Sache. Das ist erstmal eine Kopfsache. Man muss das üben. Aber am Ende hast du einfach morgens das Gefühl, dass alle Giftstoffe aus deinem Körper raus sind. Und dann kannst du frisch und gesund in den Tag starten. Also, versuch es einfach. Und bis dahin, genau, bleib bitte gesund.